Nee, klar, also ich weiß auch, finde ich gut, dass die hier alle so sitzen mit dem Rechner, aber ist Quatsch. Also ich werde hier auch nicht rumlaufen und es bei jedem installieren, aber ihr könnt auf jeden Fall mitmachen. Und das an für sich, das Thema Unit-Testing, das machen wir in Pair-Programming. Nutzt du Brew oder MacWords? Ich benutze Brew. Aber ich kann dir jetzt keinen Unterschied erzählen oder so. Ich weiß halt nur, dass Brew funktioniert. Aber unter El Capitan wohl nicht mehr so. Aber da kann ich nicht genau sagen. Ja, habe ich auch drauf, ja. Aber tatsächlich war irgendwie, musste ich da so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, was ich installiert habe, aber ein bisschen mit fighten. Hier kriegt man keine Tür mehr zu oder Ruhe rein, ne? Ich muss mich hier tierisch durchsetzen. Ich könnte für dich laut pfeifen, wenn du möchtest. Dass hier das ganze Unperfekthaus in Stille verfällt. Also den ADHSler neben mir habe ich im Griff. So, ich hoffe, ihr hört mich alle. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, ob wir eventuell sonst die Tische noch, also ob das näher ginge, wenn wir die hier drehen oder so. Wenn er mich hört, dann ist das so. Ich habe hier ja auch... Komm an, ja. Okay. Thema heute ist einmal OMAIN ZSH als Terminal. Eine Viertelstunde und dann Test-Driven Development mit PHP Unit. Wie so oft habe ich auch hier in Windeseile eine Präsentation zusammengeklickt, wo nicht meine lustigen Bildchen leider alle immer drin sind, aber bei der Ladezeit hier müssen wir auch mal schauen, ob es eventuell... So sollte das auch gehen. Das lernen wir gleich, wie man da so fix Dinge einfach macht. Grundsätzlich ist hier eben halt die, also ich gehe mal kurz durch die Installationsschritte durch und dann gucken wir uns das Ding halt an oder lieber umgekehrt. Hier ist gleich, weil ihr sitzt ja alle so mit den Rechnern, also der Clou ist halt der, du musst hier so eine Powerline-Font installieren, weil es spezielle Zeichen nachher gibt auf der Konsole, so Plus und Minus und so ein Kram. Installierst das. Hier ist es eben halt so über CURL bzw. WGET installiert. Da hinten ist ein Pipe SH dran, das heißt, dass du diese dass deiner SH, also deiner Shell zuweist. Kann man das lesen, ja? So grundsätzlich führt er das eben halt aus. Dann gibt es so ein Solarized Seam, dieses dunkle, also das Farbschema. Ladet ihr mit diesem Solarized Seam halt rein. Und dann kann man dieses Farbschema halt auswählen. Also man sieht hier unten ist dieses Solarized Dark dann verfügbar, weil man das halt so geladen hat, sag ich mal. Dann wählst du das halt aus und dann setzt er diese Farbwerte von oben halt auf die entsprechenden Positionen. Da muss man noch dem Text diese Powerline-Font zuweisen. Und damit ist das grundsätzlich schon installiert. Ich habe hier... iTerm-App oder welche verwendest du fürs Terminal? OMAIN ZSH. iTerm als App. Ich habe hier jetzt noch Brew Install Fortune und Brew Install Cowsay. Ja, das ist eine Spielerei, weil ich hier halt, wenn ich Chuck eingebe, so ein Chuck Norris Zitat bekomme. Ja. Und wenn ich hier Chuck unterstrich Cow eingebe, kriege ich hier so eine Chuck Norris Kuh. Das ist nicht zwingend nötig. Ja. Man kann sich das auch eintragen, dass beim Öffnen des Terminals die Kuh kommt. Ja. Also tatsächlich ist dieses Fortune ist eben halt irgendwie so ein, da gibt es halt allerhand Zitate, unter anderem halt von Chuck Norris. Und ja,
Ansonsten ist es eben halt so, dass du diese, also mit Vim, deine ZSA-RC, das File halt bekommst. Also das ist, wenn ich bei mir im Home Directory bin, dann habe ich hier eben halt diese vim.zsh-rc. Das ist das ganze Feature mit dem Durchdrücken. Kommen wir gleich auf die Features, kommen wir gleich. Ich sage hier oben, dass das Agnosta-Theme verwendet wird. Das ist für diese blauen, also dieses grundsätzliche Aussehen meiner ZSH verantwortlich. Da gibt es eine ganze Rutsche. Die unterstützen auch alle Git. Da, es muss nicht unbedingt das sein, was ich hier benutze. Die tun sich auch alle nicht so viel. Und hier unten, ein bisschen weiter unten, sage ich jetzt mal so, wenn ich nicht erfolgreich dran vorbeiscrolle, sind halt die Plugins, die ich hier euch noch mal im Einzelnen... Ah, ist abgeschnitten. Okay. Ja. Besser? Ja, ja. Kann ich hier vielleicht noch größer werden? Also hier seht ihr eben halt Plugins, welche Plugins ich hier halt eingebunden habe. Die müssen nicht weiter installiert werden. Mit dem Checkout von OhMyZSH kommen die gesamten Plugins mit. Ja, das ist hier ein riesiger Ordner mit Plugins. Das sind die, die ich halt installiert habe, ist Git. Das ist Default, auch schon eingestellt. Jump, ein Plugin, das ich euch gleich zeige. Jira, OSX, Z, Extract, Chuck Norris und History, ja. Kein Komma, kein gar nichts da rein. Die Dinger einfach so aktivieren, neuen Tab öffnen, dann ist das automatisch geladen und verfügbar. Sagst du uns, was die Plugins machen? Die gehen wir jetzt durch, die Plugins. Ja, vielleicht kriegen wir hier auch ein zweites Fenster auf. Muss hier nochmal ein bisschen größer werden. Dass wir zumindest hier zurückspringen können und... Ja, dann reicht vielleicht auch ein neuer Tab. Dann können wir das Ganze noch mal ein bisschen größer machen. So kann man das, glaube ich, könnt ihr das ausreichend lesen oder muss ich es noch größer machen? Also das ist jetzt so eine Sache, wo ich mein Terminal halt gestartet habe. Und ihr kennt das und denkt euch so, hey, scheiße, wie komme ich denn jetzt in meine Entwicklungshilfe-Präsentationen, was ja jetzt ein Projekt von mir ist, rein. Grundsätzlich ist es halt so, dass dir OhMyZSH immer Tabbing bietet und hier ich auch durchtabben kann mit der Tabulator-Taste und aber auch direkt mit der Pfeiltaste zur Seite gehen kann. Ja? Also das ist schon, weiß ich jetzt nicht, ob wir in den Ordner Movies jetzt reingehen. wir gucken uns gleich andere Directories an. So, und ich habe hier aber auch dieses Jump. Und Jump sagt eben halt Jump. Und dann habe ich Entwicklungshilfe, weil es halt ein Shortcut für meine Entwicklungshilfe ist. Habe ebenfalls Tabbing. Und weil ich eben halt so verschiedene EH-Folder mir gemarkt habe, habe ich eben halt hier den EH-Presentations und springe direkt in das entsprechende Directory rein. Wenn ich in irgendeinem Directory bin, ja, mache ich einfach Mark, würde mir der jetzt dieses Directory Presentations unter dem Jump.Presentations ablegen. Wenn ich jetzt eben halt so Mark Roland da reinschreibe, ist das eben halt damit verbunden. Das ist praktisch nur so ein Alias zu einem CD-Befehl. Ja? Ich habe das halt so bei mir eingerichtet, dass ich hier lokale Entwicklungsumgebungen habe, die hier mit meiner Vagrant-Box zusammenhängen, wo ich eben halt tatsächlich hier Entwicklungen betreibe. Ich habe hier unter dem Repos habe ich Projekte, wo ich nur Code-Review betreibe oder halt Kundenprojekte, also nur Repositories ausgecheckt habe. Ja. Und habe hier eben halt noch meinen Code-Standard oder was ich mir eben halt so abgelegt habe an
an Projekten, aber so komme ich eben halt brutal schnell dahin. Ja? Das heißt, hier sind alle meine Repositories drunter. Ihr kennt den ls-la-Befehl, der mir ein Directory-Listing macht und auch versteckte Inhalte anzeigt. Die meisten Terminals sagen so, legen das unter ll ab, dass man da eben halt auch mit ll arbeiten kann. OMIZSH sagt, wieso ll, schreibt doch nur l. Ja, und es gibt ja einfach sehr viele nützliche Aliase zur Verfügung. So zum Beispiel auch den Alias Punkt Punkt für CD einen Ordner nach oben. Ja, und wenn ich hier eben halt nochmal in den Reports, also jetzt hier in irgendeinem Projekt halt drin bin, ja, und drücke drei Punkte, springe ich zwei Folder nach oben. Und so weiter. Das heißt, ich kann mich einfach hier sehr schnell bewegen. Es ist immer dieses blöde PHP Storm und benenne ich das Projekt irgendwie und dann gehe ich immer über diese Referenzliste, die da halt drin ist, um mir das Projekt zu öffnen. Hier ist es halt so, wenn ich generell ist, ja, CD- geht hier in das Verzeichnis, wo ich vorher war. Das ist immer schon so auf Terminals. Aber ist eben halt ein Befehl, den auch nicht besonders viele Leute kennen. Ist hier auch nur mit einem Minus, glaube ich, okay, funktioniert jetzt nicht, aber kam mir auf jeden Fall so vor, dass es mit Minus auch funktionieren würde. Wenn ich jetzt eben halt hier in so einem Verzeichnis halt drin bin oder halt wieder in meine... Du musst ein bisschen dein Fenster nach oben schieben, weil sonst ist es unten abgeschnitten. Okay, okay. So. Komme ich gar nicht... Komme ich hier gar nicht dran... Das wollte ich nicht. So? Ja. Jetzt bist du nach rechts wieder. Tricky. Ja. Okay. Das heißt, ich bin hier in meinem Presentations-Folder halt drin und sage eben halt einfach nur pstorm. Punkt. Dann öffnet sich das direkt in PHP Storm. Und ich bin halt gar nicht darauf angewiesen, diese komische Folderstruktur da immer zu nutzen oder mein Projekt zu benamen oder so. Ich bin da halt direkt drin an der Stelle. Ja. Genauso kann ich eben halt hingehen und durch dieses OSX-Plugin, es war schon immer möglich zu sagen, open Punkt, geht das Folder, wo ich mich gerade befinde, direkt im Finder auf. Wenn ich jetzt hier sage, okay, Finder hin oder her, ich bin hier einer, der immer über den Finder geht, dann mit diesem OSX-Plugin bin ich halt hier in der Lage, ich bin jetzt hier in dem Source Directory, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ob es zu klein geworden ist, und sage jetzt hier eben halt CDF, also CD Finder, springe ich hier jetzt in das Directory, was ich mit dem Finder ausgewählt habe. Ja? Aber wenn du jetzt mehrere Finder-Fenster offen hast... Dann nimmt er das Aktuellste. Das, was du zuletzt im Fokus hattest. Okay, und das alleine spart einem schon brutal viel Zeit. Ja. Funktioniert das nur für den Terminal? Das funktioniert hier... Also bei Windows würde ich, also kenne ich mich nicht mit aus, aber würde ich mir grundsätzlich eine Vagrant-Box installieren, wo ein Linux-System drauf ist. Ist jetzt, also ich glaube eben halt bei Windows macht eben halt so die Probleme mit Simlinks und irgendwie mit dem ganzen fancy Shit, der auf Linux läuft. Du bist halt mit Mac OS X sehr nah an Linux dran. Und das ist jetzt eben halt auch definitiv Linux und ja. Ich weiß es nicht mit Windows. Also werde ich auch immer mal wieder in Schulungen nachgefragt und ja, tut mir leid, kann ich einfach nicht, weil ich halt auch seit Jahren auf Mac bin. Und ja, also das waren jetzt eben halt dieses OS X und das Jump-Plugin, womit ich einfach schnell zurechtkomme. Jetzt könnte man eben halt denken, es gibt halt ein Z, heißt das Plugin. Z ist halt, also grundsätzlich... Jira habe ich übersprungen, ja, okay.
Also wenn ich Jira, ihr kennt ja immer diese Tickets, also ihr habt die Ticketnummer im Kopf und das dahin browsen in Jira und dass das immer nicht die Links aufmacht etc. Sub minus 662 ist jetzt mal eine Ticket-ID, die ich glaube ich kenne. Macht mir das Support-Ticket 662 auf. Wo hast du deine Sachen hinterlegt für Jira? Du musst ja das ist auch in dem ZSHRC drin. Da gibt er eine URL an, da gibt er die Basis-URL an. Könnt ihr halt immer dann direkt in euer Jira springen. Ist einfach eine Sache, die ist echt praktisch. Weil Jira hat man auch immer irgendwie dann direkt 15 Fenster auf und so. Also Jira macht mich ja auch immer ein bisschen unentspannt. Ja, mehr kann das Jira-Plugin aber auch nicht. Wenn du nur Jira eingibst, machst du ein neues Ticket auf. Ja, ich habe jetzt hier keine Connection zu unserem... ich habe mir jetzt hier keine VPN-Verbindung aufgemacht. Normalerweise würde das... direkt praktisch neues Ticket öffnen. Ja? Ansonsten habe ich dieses Jira-Plugin da noch nicht allzu viel hinzuzufügen. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, was wir noch, dass ich hier keine Plugins überspringe. Wo sind sie? Jira OS X haben wir Z. Z ist ein, in meinen Augen eines der genialsten Plugins. Z merkt ihr jedes Mal, wenn ich irgendwo hin navigiere, also ich navigiere jetzt wieder eben halt einen hoch oder so, merkt er sich, wo du mit dem CD-Befehl hin navigiert bist. Das schreibt er wiederum in eine Liste rein und hat hier eben halt so ein... so eine Punkt-Z-History, wo der eben halt sagt, in welches... Directory bin ich denn rein navigiert und wie oft habe ich mich da drin aufgehalten? Da ist eben halt auf der vorletzten Stelle vor dem Timestamp, da ist so ein Integer-Wert, der halt jedes Mal hochläuft. Das heißt, der lernt mit, wo ich mich bewege auf der Konsole. Und wenn ich jetzt hier so ein Projekt wie Interroll halt habe, ja, was ich nicht in Jump hinterlegt habe, kann ich halt mit Z Interroll. Und der bietet mir auch schon eine Autovervollständigung an, aber die hat es jetzt eben halt nicht gebracht. Springe ich direkt in das Interroll-Verzeichnis rein, weil er sich halt gemerkt hat, dass jedes Mal, wenn ich da halt rein navigiere in dieses Interroll, dann muss das eben halt das Ding sein. Ja? Das heißt, wenn ich hier zu dem Z-PHP-Unit... dann bin ich auch in Entwicklungshilfe PHP Units drin, obwohl ich das eben halt gar nicht in diesen Jump-Foldern halt gemacht habe. Das heißt, im Grunde genommen, wenn du 2 Tage dieses Z-Plugin einfach im Hintergrund laufen lässt und mit CD überall hin navigierst, kann das Ding schon out of the box eine ganze Menge Zeit für dich ersparen, weil du einfach hinspringen kannst. Dauert doch länger als eine Viertelstunde, das gibt's ja gar nicht. Extract heißt halt genauso wie es ist, alle tar-zip-Files, egal was es eben halt ist, ob das tar-bz oder, Extract packt das alles aus. Das heißt, diese ganzen Befehle, dieses tar-xf, xzf und so, brauchst du ja gar nicht zu merken. Du machst nur Extract, gibst den Filenamen an und das Ding erkennt automatisch, was es für, wie es eingepackt ist und packt es dir aus. Geht halt leider nicht in die andere Richtung. Ja, das wäre aber echt fancy, aber vielleicht sind ja alles Open-Source-Projekte. Ne? Ja, Chuck Norris haben wir gesehen. Und dann gibt es halt noch das History-Plugin. Es ist eben halt relevant. Manchmal denkt man sich eben halt so, hey, den Befehl hatte ich doch jetzt eben schon mal eingegeben. Ich verbinde mich ja total häufig irgendwie über SSH mit irgendwelchen Servern. Jetzt gebe ich SSH ein und gehe einfach mit der Tabulator-Taste nach oben, zeigt er mir meine letzten Befehle mit dem SSH-Befehl. Tabulator-Taste ist für dich welche? Pfeiltaste, Entschuldigung. Pfeiltaste nach oben. Geht er mir eben halt so durch alle meine... Also wenn du einen Anfangsbuchstaben machst, ja, dann sieht der in der History automatisch die History nur mit dem Anfangsbuchstaben durch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwann ZSH ist oder eben halt so. Also...
Mag auch sein, dass es immer schon verfügbar war. Ist auf jeden Fall eine Sache, wenn man die weiß, ist echt geil. Ja? Es geht auch ohne das. Es geht auch ohne das, auch gut. Dann ist, trotzdem braucht man ja immer mal wieder diesen History Pipe Grab Befehl, dass du eben halt irgendwas in deiner History suchst. History Search Value oder was auch immer dieses I eben halt heißen mag. Run ist jetzt eben halt so ein Befehl, wo der mir eben halt meine Codeception Run Befehle anzeigt. Also ich brauche nicht mehr dieses History Pipe Grab. Und wie kannst du jetzt auswählen? Copy und Paste. Copy und Paste ist eben halt falsch. Also wir können hier eben halt Ausrufezeichen 6768. Was du in der normalen History ja auch schon immer zur Verfügung hast. CD-Befehle werden auch direkt ausgeführt. Alles, was irgendwie was laufen lässt, wird dir erst angezeigt. Also ich kann... Ich brauche CD nicht mehr, ne? Du brauchst CD nicht mehr, ja, das ist schon richtig. Aber hier geht es ja um Run-Befehle, also nicht Directories zu finden. Also für Directories ist eben halt das Z-Plugin und das Jump-Plugin halt zuständig. Das hier ist eben halt einfach, um deine History zu durchsuchen. Ich muss ja nicht mehr CD tippen, ich kann einfach... Kannst einfach loslegen, ja. Verzeichnisnamen tippen, genau. Wie ist, war das nochmal mit den Plugins? Die sind mit installiert. Die sind mit installiert. Wir können die musst du nur aktivieren. In deinem Home Directory ZSHRC. Ja? Nicht zu viele Plugins, weil das wird langsamer. Also dieses mit dem Langsamsein, ja? Wenn man das installiert hat und 9000. Wurstfinger, ich tendiere zu Wurstfingern, wenn ich vorne sitze. Bei mir geht das eben halt so fix auf. Manche haben eben halt so, das dauert halt so bis zu 2 Sekunden. Irgendwie ist das Ding halt träge. Der Mattes hat mir auch schon gesagt, Alter, das Ding, auch wenn ich nicht auf dem Git-Verzeichnis bin, braucht der total lange und so. Das, Nein, er versucht halt, sich zu updaten und verbindet sich halt, macht er eben halt so ein bisschen Kram. Wenn du den Befehl hier für dein Profile hinterlegst, dann macht er das Ganze nicht mehr. Also dann ist er halt schneller. Dann ist er noch schneller, ja. Also ihr holt ja eh schon genug Zeit auf. Außerdem hast du nur so ein Terminal-Fenster halt auf. Du machst ja auch nicht den ganzen Tag neue Tabs auf. Ja? Genau. Wir müssen noch Unit-Tests machen, ne? Nicht, dass hier eine ZSH-Session auswirkt. Mir egal. Ich glaube, das ist cool. Okay, was auch noch ein bisschen, also was auch noch sinnvoll ist, ist eben halt der Befehl Tab öffnet das aktuelle Directory nochmal in einem neuen Folder, in einem neuen Tab. Ja? Da musst du da halt nicht mehr hin navigieren. Das ist eben halt manchmal, wenn du irgendwie so deinen Selenium-Server auf einmal anwerfen willst oder so, dann hast du halt nochmal ganz gerne das Directory halt nochmal auf. Das war's, welchen Magic ich, also das ist für mich ausreichend. Oh my ZSH. Das macht meinen Tag extrem schneller und besser und ja, mehr brauche ich halt nicht. Ein neues Tab aufmachen, oder? Ja, genau, dieses Tab. Nee, also beim Steuerung Shift ja, T. Ja, aber dann bist du in deinem Home Directory. Nee, bei mir bin ich da auch gleich sozusagen in dem Verzeichnis, in dem ich vorher war. Ja, ist das so? Das kann man einstellen. Also bei mir ist es nicht so. Standardmäßig ist es eingestellt, dass du halt im Home-Verzeichnis bleibst. Also bei mir ist es so, dass ich halt, wenn ich Steuerung Shift T drücke, dass ich dann... Also man kann hier konfigurationsmäßig kann man halt dann noch voll abgeben. Ich wollte eben halt euch einmal noch mitgeben, Oh My ZSH Wiki, hier sind eben halt diese ganzen Plugins halt aufgelistet. Jetzt bin ich immer noch weit genug rechts. Das heißt grundsätzlich, Plugins fügen dir eine Rutsche von Aliasen hinzu. Ja, und das hier sind eben halt die Aliase, die durch OS X halt kommen,
wo ich aber nur den CDF praktisch von nutze. Ja? Und ihr seht eben halt, hier gibt es für Node und hier gibt es eben halt für eine ganze Menge Dinge halt Plugins, Aliasse, die dir halt zur Verfügung gestellt werden. Und lohnt sich auf jeden Fall durchzuscrollen. Und wir haben hier ja auch unser Git hier, Git Flow und hier halt auch eine ganze Rutsche Git-Befehle. Dadurch werde ich eben halt gleich nochmal drauf eingehen. Grundsätzlich ist es eben halt schon schön, auf der Command-Line entsprechend auch mit Git umzugehen. Also brew install tick, Git umgekehrt, ist in der Farbe und der Funktionalität auch auf jedem Debian-System, auf jedem Live-Server zu installieren. Da geht ja auch kein Admin auf den Sack, wenn du dem sagst, mach mal ein apt-get-install-tick. Da sagen die, ist völlig in Ordnung. Hier kannst du dann auch nochmal reinklicken, was im aktuellen Change halt ist und kannst dich halt hier durch die Differenzen durchklicken. Also ich benutze halt keinen Source-Tree, ich benutze praktisch nur noch tick für Dinge und kommst halt mit Q wieder raus, kannst du eben halt hier, ist jetzt nicht so spannend, was in meinen Präsentationen passiert ist. Der kommt nicht mehr mit, Sekunde. Dann müssen wir vielleicht mal in, Ich muss erst mal kurz installieren. Und jetzt? Also hier ist so eine WMDB-Base-Interroll hier. Ich kann hier auf Git Checkout Master gehen. Puff, bin ich halt im Master. Ja. Gehe ich aber mit Tick drauf, sehe ich halt hier entsprechend auch unsere schönen U-Bahn-Fahrpläne und kann hier auf jeden Fall auf jeden Punkt vom U-Bahn-Fahrplan auch nochmal reingucken. Okay, Merge-Commit ist jetzt nicht so... Da ist jetzt nicht besonders viel passiert, aber hier ist halt ein bisschen was auch auf Code-Ebene passiert und kann mich eben halt ziemlich schnell da durchnavigieren, ohne dass ich hier mit diesem Source-Tree und halt unterwegs bin. Ja. So viel zum Thema OMAZSH, damit wäre ich dann jetzt auch mit dem Thema durch. Ja? Habe ich euch da ein bisschen geholfen? Schön. Ja, habt ihr die Kollegen sicherlich viel Freude morgen mit. Kommen wir zu Test-Driven Development sagen. Ich kann da bestimmt was zu sagen, ja. Also sicherlich ist es eben halt so eine Form, du schreibst dann auf jeden Fall den Test und guckst halt, dass er grün wird. Die Frage ist eben halt immer, es wird halt immer gesagt so, hey, das ist so blöd. Ich will halt erstmal irgendwas schreiben, was funktioniert, bevor ich es teste. Ich finde es scheiße, wenn Tests rot anfangen. Das kann ich völlig verstehen. Ja, ich bin auch kein großer Freund des Test-Driven Developments, sag eben halt, aber wenn es bestimmte Funktionalitäten sind, die eine Methode nur erfüllen soll, wir programmieren ja jetzt hier einen herrlichen Taschenrechner, ja, wir haben ja eine Aufgabe auch, gemeinsam etwas zu programmieren, dann macht es halt schon Sinn. Also, ja? Das Thema, was du gerade ansprichst, ich mache momentan recht viel Erfahrung mit dem Test-Driven Development. Ja. In einem Projekt. Und am Anfang habe ich auch so gesagt, dass ich erstmal implementiert habe und dann den Test geschrieben habe. Mir ist allerdings immer wieder aufgefallen, dass ich mir unsicher in dem Test war. Mhm. Weil ich habe direkt einen grünen Test bekommen und war mir unsicher, ist mein Test jetzt falsch oder was habe ich falsch gemacht. Deswegen finde ich die Methode doch schon fast zwingend notwendig, dass man erst einen roten Test hat, der dann nachher grün wird, um halt zu wissen, dass der Test auch wirklich richtig greift. Also dass der Test das erfüllt, was ich im Vorfeld von dem Test wollte. Ja, also da muss eben halt, also liegt ja eben halt an der Testqualität. Deshalb werden wir eben halt, wir werden es ja jetzt praktisch machen. Wenn wir anfangen, in einem neuen Branch zu arbeiten, welcher Befehl ist das? Oder benutzt ihr nur Rechtsklick Source Tree? Neuen Branch zu erstellen? Git Checkout-B ist auch als Alias Git Checkout-B. Ja, dann können wir eben halt hier sagen, wir sind ja jetzt dieses T3CRR15. Ne?
zack, haben wir eben halt einen neuen Branch erstellt und sind hier auch sind hier eben halt auch drauf. Und unser Tick sagt uns eben halt auch, dass wir up to date hier mit dem restlichen Kram halt sind. Und machen das Ganze jetzt wiederum in PHP Storm auf. Schwupp. Und ihr seht einfach, das ist halt eine Zeitersparnis, die ich hier habe. Jetzt bin ich hier ein bisschen kleiner. Wir gehen einmal in den Präsentationsmodus rein. Sind wir groß genug? Ja. Okay. Das ist die kleinste Section überhaupt. Wir haben hier also unser Schaltjahr, unsere Schaltjahr-Funktionalität. Hier die Logik zu dem Schaltjahr, durch 4 teilbar und wenn es nicht durch 400 teilbar ist und wie auch immer sich diese Schaltjahr-Komponente da zusammensetzt, ist das halt die Methode für, also die Klasse Leap-Year, die halt eine Methode validate, ja okay, da kann man jetzt über Namen sprechen, ja, ist eben halt hier falsch gegriffen, aber die eben halt so ein Jahr halt sagt, ob es ein Schaltjahr ist oder nicht. Das heißt, ich werfe x-beliebige Werte halt rein und weiß halt, das sind Schaltjahre, das sind nicht Schaltjahre und dazu gibt es eben halt diese Leap-Year-Tests und dieser Test hier ist schon ein bisschen fortgeschritten, weil er bereits mit Data-Providern arbeitet. Ich weiß nicht, ob wir noch so weit kommen werden, aber auf jeden Fall kann ich hier halt unterschiedliche Jahre halt reinhauen und entsprechend laufen die halt alle, werden die iteriert in dem Test ausgeführt. Ja, das ist einfach, um jetzt Values abzutesten. Grundsätzlich ist so ein Test, fängt er eben halt mit dem Wort Test an. Der muss eine Assertion beinhalten, die muss nicht immer Sinn machen, aber trotzdem muss sie halt rein. Und in der Ausgabe sagt er dann entsprechend, ob das Ding halt läuft oder nicht. Und ich habe den recht lange nicht mehr ausgeführt, aber wir sehen eben halt, ich lasse diesen Leap-Year-Test halt laufen. Und kann ich auf jeden Fall auch mit einem Clear-Befehl vorsetzen, damit wir eben halt immer schön vorne wieder anfangen. Der sagt eben halt, 3 Tests werden halt ausgeführt, 3 Assertions sind okay. Das ist jetzt, wir schreiben ja jetzt Test-Driven, wir schreiben jetzt eben halt unseren Taschenrechner. Wir fangen jetzt auch mal an, tatsächlich was zu schreiben. Ja. Das heißt halt, wir haben hier das Fall. Das heißt, du nutzt aber auch zum Test laufen lassen, nicht den Storm. Kann man laufen lassen. Ja, weil du kannst ja beim Storm so eigentlich, dass du Ctrl-T drückst und es dauert dann eine Sekunde und du siehst immer ganz genau beim Programmieren, Ctrl-T, bam, grün. Also wenn wir hier View, Exit Presentation Mode, habe ich hier eben halt auch. Ja, genau, Apfel-R, Swan. Okay, habe ich jetzt hier nicht mehr eingestellt, aber man kann das auch auf jeden Fall über PHP Storm machen, aber ist jetzt eben halt nicht so schick für den, diesen Modus halt hier. Wie ist da mit diesen Data Provider Methoden, die nach Konvention? Hier oben, die werden hier oben über die Annotation reingezogen, ja. Ja, ist recht dunkel hier. Vielleicht mache ich es einfach mal ein bisschen. Ja, okay. Vielleicht versuchen wir doch mal ein bisschen. Ist jetzt groß genug? So? Wir haben ja so schöne Kronleuchter hier. Ich bin ja völlig begeistert. Ja, also wir schreiben jetzt eben halt einen neuen Test. Also wir sind ja test-driven. Das heißt, wir nehmen uns hier, das ist halt ein völlig einfacher Autoloader, den ich hier nutze. Das heißt, ich kopiere mir das mal raus.
Obwohl ich ja gegen Copy-Paste bin, ja. Kopiere ich mir das heute mal raus, ja. Man muss auch sonntags auch die nötige Konsequenz mitbringen. Und sag jetzt hier, Kalkulator Test. Habe hier den Kalkulator-Test und muss hier natürlich noch entsprechend Kalkulator-Test und ja, also ich habe hier eben halt so einen Taschenrechner. Was könnte eine mögliche Funktion eines Taschenrechners sein? Addieren. Addieren, genau. Das heißt, wir würden public function Test add ja, jetzt hätten wir eben halt unser irgendwie sowas halt, also wir haben hier keinen Calculator. Haben wir bisher ja noch nicht, aber der wäre eben halt so da drin und dann hätten wir eben halt so ein. Also hier gibt es eben halt auch diese Assertions, die. Also die eben halt Werte kontrollieren, also linker Wert zu rechten Wert kontrollieren. Ich habe hier so ein Assert equals auf jeden Fall auch. Also entspricht, ja, und dann würde ich ja sagen, dass wir davon ausgehen, dass 8 Kalk, hier wird es jetzt keine, ich weiß nicht, woher der die Autovervollständigung noch hat, weil das Pfeil ja gar nicht da ist, ja, aber er hat sich wahrscheinlich trotzdem gemerkt. Ja, ist eben halt so 3,5. Also ist ja jetzt grundsätzlich mal der Test, den wir hier schreiben würden. Was passiert, wenn ich den ausführe? Test-driven Development Frage. Der scheitert natürlich, ja. Und was gibt er als Fehler zurück? Die Methode wahrscheinlich noch nicht gepasst. Dass es die ganze Klasse nicht gibt. Ja, bis zur Methode sind wir halt noch nicht. Und das ist eben halt auch so der Punkt, wo ich sage, Test-driven hin oder her, ja. Also die erste Klasse und Methode kann man schon mal schreiben. Also man muss das ja jetzt nicht ausführen. Man weiß ja, dass die Klasse nicht da ist. Ja, also irgendwo finde ich dieses völlige auf Rot anfangen auch... Ja? Das hilft ja auch ein bisschen, wenn man... über den Storm Unit-Test anlegen will, kann man ihm ja direkt sagen, welche Klassen man testen möchte. Und wenn die Klasse schon existiert, ist es einfacher, dann die Autovervollständigung zu nutzen. Vollkommen richtig. Das heißt, Kalkulator Class ist es ja. Und hier sage ich jetzt eben halt, public function add $A, $B. Was ist jetzt die einfachste Möglichkeit, den Test grün zu bekommen? Return 8. Vollkommen richtig. Der hängt immer noch. Warum? Das heißt, ich mache mit Composer. War kein Namespace drin, doch. Müssen Namespace ist drin. Aber der war nur über Rot aufgerufen. Der Calculator. Dump minus Autoload. Ja.
Generated Autoload Files, seht ihr das unter der Warnmeldung, dass ich hier ein bisschen länger das nicht benutzt habe, ja, ist das eben halt generiert worden und wird aber trotzdem noch nicht gefunden. Ja, da ist unser Router und Slash noch davor. Bitte? Der Calculator in der Test. Ach, in dem Test habe ich es falsch aufgerufen. Ja. Vielen Dank. Der Test ist grün. Fertig, genau, funktioniert. Ja. Die Page mit der ID 1 funktioniert, wenn genau eine ID reingeht und so, aber habe ich eben halt umgesetzt. Ja, also. Jetzt kann ich den Data Provider verwenden, ja. Vielleicht können wir auch noch einen Schritt vorher machen. Also addieren, wir können jetzt zwei Zahlen addieren, wir können uns jetzt eben halt überlegen, was wir als nächstes Feature, also wir können hier jetzt so eine Marketing, wir haben jetzt hier unser Meeting Monday, ja, sind hier vom Marketing und überlegen uns ganz wild das neueste Feature für unseren Taschenrechner Methode mit ganz vielen Leuten und was entscheiden wir denn da? Würde ich gerne Wurzeln ziehen. Wurzeln ziehen? Das kann ich leider nicht. Special Feature. Es kommt erst nach Weihnachten. Nein, aber für unsere Addier-Methode, also ist natürlich generell jetzt auch erstmal so, das Ding funktioniert nicht richtig. Die gibt ja immer 8 zurück. Ja? Das heißt natürlich, in dem Moment, wo ich eben halt anfange, Tests zu schreiben, werde ich auch ein bisschen kritischer gegenüber meinen gegenüber meiner Applikation. Jetzt kann man für jeden Test eben halt so eine eigene Assertion finden, damit man den eben halt da entsprechend einfacher wiederfindet, was die Fehlerauswurf halt angeht. Aber trotz alledem kann ich hier eben halt auch einfach mal sagen, dass ich 9 denke, dass es 1 plus 8 ist. Ja? Was ein bisschen in Richtung von unserem Data Provider geht. Ja? Ich möchte nicht lange unterbrechen, aber ist es vielleicht nicht, ich weiß nicht, wie du vorgehst, aber jetzt ein Not Equals zu nutzen, besser? Die gleiche Anweisung und umgekehrt? Das heißt? Dass ich auf den negativen Fall, also dass es eben etwas anderes tut, als ich erwarte. Ja. Was würdest du schreiben, konkret? Also einfach jetzt hinschreiben, dass wenn ich 8, also ich weiß ja jetzt, dass das Ergebnis 8 ist, ich erwarte eben keine 9. Ja, gut, aber also kann man sicherlich so Edge Cases, das hat so mit Edge Cases zu tun, weiß ich jetzt nicht, ob das bei unserer Additionsmethode jetzt einfach so den Sinn macht. Ja, also ich denke eben halt, wir testen einfach, dass hier vernünftige Sachen addiert werden und vernünftig zurückkommen. Ja, und will ich dich aber jetzt gar nicht abschneiden, aber lass uns einfach mal ein bisschen weiterballern. Das heißt, der Test failed und hat hier eben halt auch die Ausgabe entsprechend, dass eine 8 zurückkommt, obwohl eine 9 erwartet wird. Ja. Hier kann man separate Assertions halt jeweils für schreiben, weil ich jetzt nicht genau weiß, welche Line ist dafür verantwortlich. Also hier kann ich es noch ganz gut lesen. Ja. Ich müsste jetzt meine Calculator eben halt entsprechend anpassen. Wie würde ich die Anpassung hier vornehmen? If-else-Konstrukt. So, jetzt habe ich eben halt eine vernünftige Addition da eingefügt und das funktioniert jetzt wieder. Auch schon mit unseren 2 Zahlen, die wir halt reinwerfen. Was können wir als nächstes testen bei dieser Additionsmethode auch? Noch zusätzlich. Also eine Methode einfach mal ein bisschen zu härten, was anderes reinzuschmeißen, nur einen Parameter reinzugeben.
Was ist, wenn deine ID, also wenn du immer irgend so Get Dataset by ID oder so, was passiert, wenn das keine ID ist? Fliegt dann deine Applikation hinten rum, wird eine Exception geworfen? Wie gehst du eben halt mit falschen Values, gerade im Bereich von CMS-Systemen und User-Eingaben, muss man da auf eine ganze Menge achten. Ja? Zeilen als String reinschmeißen. Das heißt, ich würde dann eben halt auch entsprechend hier einen neuen Test schreiben. Public Function Test Strings. Nehme hier die ersten beiden Zeilen, weil Copy-Paste so böse ist. Und schmeiß hier Strings rein. Ja? Sollte man den Test nicht auch im Prinzip so benennen, dass man aus dem Namen der Testfunktion erkennen kann, was die eigentlich testet? Weil Teststring sagt jetzt eigentlich nicht. Den würdest du wie verbessern? Teststrings in add? Finde ich schon, dass das so ein bisschen sein. Nein. Ja, aber ich habe ja sozusagen noch eine Erwartungshaltung jetzt an meinen Test. Also entweder, dass es fehlschlägt, also dass ich eine Exception erwarte. Oder dass es funktioniert. Oder dass es halt funktioniert, aber dass man halt sozusagen sagt, Test String in adds fails. Throws in an Exception oder irgendwas, dass man halt sozusagen aus dem Funktionsnamen noch erkennt, was halt sozusagen eigentlich passiert. Also vor allen Dingen im wenn man viele Tests schreibt, ist es halt hilfreich, weil PHP-Unit einem halt auch sozusagen den Namen des Tests ausgibt und theoretischerweise auch den Namen noch lesbar ausgeben kann, sodass man halt erkennt, was denn jetzt fehlgeschlagen ist. Vor allem, wenn man halt später irgendwie lange Tests hat, also sehr viele Tests hat, irgendwie eine Funktion refactored und an irgendeiner Stelle jetzt ein Problem auftritt. Ich hab's nicht Throws so, ich hab's ja immer nur auf Autovervollständigung. Oh. Noch ein O dazwischen? D-H-R-O-B. So, ja? Hat er vollkommen recht, ja. Gute Benamung ist hier der Schlüssel zu allem beim Testen. Die dürfen auch ruhig lang sein und ewig sein. Und der Mattes kann euch ein paar Beispiele zeigen, die gehen hier bald über den ganzen Tisch. Ja? Ist ja nicht nur hier so, ist ja generell, man sollte ja sowieso Klassen und sowas so benennen, dass sie human readable sind und nicht. Eine Methodenname soll kurz sein, weil er beschreibt, was die Methode tut. Und wenn du mit dem Methodennamen, wenn er dir zu lang wird, tut die schon zu viel. Ja, aber wenn ich jetzt auch generell auch an Klassen... Sagen wir mal so. Ich hab Abkürzungen gesehen, die sind dir zu kurz. Ja? Abkürzungen sind auch nicht die Antwort, ja. Okay. Ist ja schön, dass wir hier gute Laune haben. Finde ich gut. Ja, läuft das oder läuft das nicht hier? Experten unter der PHP-Entwicklungs... was macht PHP damit? Nice. Hier Source Exception müssen wir natürlich auch noch ein bisschen hier... diese... hast du die im Kopf, die Exception Annotation? Ja, vielleicht. Ich habe eine... Und zwar Test. Ich kenne es jetzt auch nicht auswendig. Muss ich hier auch mal nachschauen. Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder das über eine Annotation zu machen oder über einen Code. Ja, ich hab's. Alles gut. Ist auch, okay. Wir hauen uns jetzt eben halt mal hier drüber. Wir wollen hier so einen Invalid-Parameter wahrscheinlich, ne? Diese Invalid-Parameter, die muss ich mir auch zusammen copy-pasten, weil ich bin eben halt auch von der Autovervollständigung so verwöhnt. Bitte? Wo ist deine Autovervollständigung? Nee, jetzt hier im PHP. Da sagt er eben halt so.
If not is in $A oder not is in. Bitte? Die Frage können wir gleich aufgreifen. So, also sind wir jetzt noch nicht, ist auch ein Feature, dass sie sich in komplizierten Marketingrunden und ewigen Meetings haben sie sich überlegt, Kommazahlen auch als Feature aktuell. Es war jetzt wichtig, dass dieses Komma-Feature freitags vormittags entschieden wird und freitags mittags online gehen soll. Wo sie die ganze Woche aber darüber nachgedacht haben, was das neue Feature sein könnte. Ja, so sieht es doch aus, oder nicht? Also, throw. Exception. Ich habe hier aber auch invalid. Wie geht die invalid argument exception? Hat das eine? So new, okay. Backslash invalid argument exception. Was haben wir denn hier? Welche müssen wir denn nehmen? Muss ich ja noch ein Dings hinter? Ist das so? Muss ich hier noch was reinschreiben? Ja. Also eigentlich musst du da reinschreiben. Strings. Message und Strings not allowed. Und theoretischerweise noch den Zeitstempel hinten dran oder irgendwo. Okay, wir schmeißen Strings oben rein, haben das jetzt eben halt so hier entwickelt, hier und da. Wir ballern den Test und Reflection Exception Class does not exist. Die Annotation ist nicht angepasst. Bitte? Die Annotation beim Test muss angepasst werden, da steht nochmal Exception. Ja. Ja. Vollkommen richtig, das heißt hier, ich muss hier. Aber sagt er mir normalerweise nicht, dass es invalid argument ist, was er bekommt? Also hätte ich mir ein bisschen mehr Aussagekraft auch gewünscht in dem Moment. Was? Dass er hier sagt, welche reinkommt. Also er kommt ja gar nicht dazu weit. String null ist equal. Nein, du musst dieses assert equals unten noch rausnehmen. Du rufst dann eigentlich bloß noch calc add auf unten in dem Test. Hier? Ja. Muss ich den dann nicht noch... Du rufst jetzt bloß noch... Nee, du rufst jetzt add irgendwas mit einem String auf. Gehen wir nochmal zurück, machen wir doch das zurück. Ach so, ich muss hier richtig. Aber machst das assert equals raus. Dieses calc add und dann die Strings bleibt drin. Ach so, meinst du, ja genau. Ich muss hier. Bis Dollar calc add, davor das alles weg. Bis Dollar calc add. Davor das alles weg, ja? Ja, das davor alles weg und hinten die Klammer an. So, ja? Genau. Und was sagt er jetzt? Sagen Sie, 0 ist equal to Exception Code 20. Ah, habe ich hier noch diese zweite Dings drin. Ja, ist, ja, wenn man Copy-Paste anfängt, das ist einfach mehr Arbeit, als wenn man es vorher ordentlich schreibt. Das war jetzt nur noch mal so eine Demonstration dazu. Ja? Copy-Paste ist Horror. Ja? Es dauert länger als hat funktioniert, ja. Es gibt noch die andere Notation, dass man das nicht oben über die Annotation macht, sondern da gibt es halt einen Test. Ja, gibt es eben halt. Expected Exception, das schreibt man über die Add-Funktion und dann kann man auch noch reinschreiben den String, den man erwartet und im Prinzip den Zeitstempel. Wie würde das denn aussehen, wenn ich aus Typo 3 einen Expert Controller testen wollte? Da musst du auf jeden Fall dieses Scheduler CLI-Geschoss da machen, also PHP Unit Tests auf. Ich habe es jetzt eben halt hier bei mir in der Vagrant Box, aber da musst du so ein Task von
Typo 3 laden. Das hat so ein eigenes, so eine eigene PHP-Unit-Extension und da kannst du die eben halt so laufen lassen. Das braucht man nicht mehr. Es gibt zwei Varianten. Es gibt halt eine Backend-Extension, die du da halt einfach installieren kannst. Die bringt dir auch einen CLI-Task mit. Du kannst es allerdings auch im Typo 3 Backend über ein Backend-Modul dann halt ausführen und siehst das halt alles schön. Deshalb auch der sprechende Name, der löst dir das dann alles auf. Es geht aber sozusagen in Typo 3.7 auch über ein Composer-File, dass du halt ein Required-Dev-PHP-Unit dazu packst und dann funktioniert das halt auch auf der Konsole ohne diese Extension. Genau. Also du musst halt im Composer-File unter Required-Dev, das ist auch im Standard drin, PHP-Unit drinstehen haben und wenn du Composer Install ausführst, installiert er dir PHP-Unit für dieses Projekt automatisch mit und du brauchst dann sozusagen auf der Konsole bloß noch PHP-Unit und das Test-File. Also es gibt irgendeinen Test-File XML irgendwo, was halt sozusagen eine Konfiguration für Typo 3 macht und das musst du halt mit angeben. Und dann läuft es halt auch auf der Konsole ohne die Extension. Vor allem, weil die Extension, glaube ich, unter 7 immer noch nicht. Also grundsätzlich sieht man eben halt schon, der Start ist hier jetzt nicht so schwer gewesen. Also ich wusste jetzt halt nicht auswendig, wie man diese Exceptions halt testet, aber da hat man eben halt dann auch mal irgendwann seine Rutsche-Werkzeuge halt zur Verfügung, ob da Arrays zurückbekommen, wie viele Values sie haben und Sachen eben halt da möglichst zu testen. Wir merken halt, dass wir, wenn wir eine Methode so test-driven schreiben, halt so immer auch überlegen, wie schaffen wir es, dass der Test jetzt noch failt und du einfach irgendwie Energie und darauf einlässt, deine Methode zu härten und herauszufordern und runterzumachen und zu sagen, hey, was ist jetzt, wenn hier drei Parameter reingehen und muss ich Sachen eben halt so umwandeln, was ist mit Kommazahlen, was ist mit Fließkommazahlen, was erwarte ich, wenn ich hier ein Komma und einen Punkt zurückgebe, was ist mit diesem Deutsch-Englisch-Kram, du fängst halt automatisch halt an, einen kreativeren Blickwinkel zu entwickeln, wie du das Ding halt die ganze Zeit geiler machen kannst. Was, wenn du eben halt, und du siehst halt, dass du hier direkt auf der Zeilenebene, das werden wir gleich bei dem Refactoring halt auch noch sehen, dass wir, obwohl wir jetzt nicht in der Applikation mit Xdebug und irgendwelchen Browsern und hin und her tabben, sondern wir testen direkt die Methode, an der wir eben halt dran sind und entwickeln die halt und es interessiert uns gar nicht, dieses Gesamtprojektgeschoss. Wir implementieren das direkt an der Stelle. Ja.